Ja, liebe Leute, heute war ich mit Julia und dann waren noch fünf andere Wolfsschützer, Thomas Mitschke aus Lüneburg und seine Lebensgefährtin Nicole und noch zwei Leute mit in Visselhöwe da. Ups, der hat das Landvolk zum Thema Wolf eingeladen gehabt. Elke Steinbach, die für die Herdenschutzmaßnahmen in Lüneburg da so Modellzäune aufgebaut hat, die war da und hat vorgetragen, was man so zäunen kann. Hat so die spezifischen Probleme angesprochen, wie soll ein Heideschäfer, der mit seiner Herde unterwegs ist, schützen. Dann hat Jennifer Krauser zum Thema Riss von der LWK, auch beide von der LWK, Landwirtschaftskammer, zum Thema Risse und so weiter vorgetragen. Und dann gab es eine Pause und dann kam eben Christian Meyer von den Grünen, Olaf Lies, Umweltminister SPD, Hermann Grube, FDP und Markus Moormann oder so, CDU, landwirtschaftlicher Sprecher, glaube ich, im Ausschuss oder so, auch Jäger. 150 Weidetierhalter waren da. Ein Weidetierhalter kam dann in der Pause auch zu mir, legte seine Hand auf meine Schulter. Ich habe gesessen und sagte: Sag das nie wieder, Problem, Schäfer, zu mir. Ich so, wenn Sie mir jetzt noch sagen, wer Sie sind, dann kann ich damit was anfangen. Guck so hoch und so, nehmen Sie bitte die Hand von meiner Schulter. Ich glaube, was hat er gesagt? Matthias Müller? Ich glaube, Landkreis Celle. Der hatte halt auch irgendwie so andauernd Übergriffe und in 2020 hatten wir ja Problem Schäfer Ostermann. Herr Jahnke hatte auch deutlich über 100 Übergriffe. Und 2020 hatten wir ja auch schlappe 1477 tote Weidetiere. Vorher deutlich weniger und nachher deutlich weniger. Das Gute an der Sache ist, sie haben jetzt angefangen zu schützen. Und Herr Jahnke hat ja auch mittlerweile Herdenschutzhunde und so. Okay, und ich mache es jetzt auch mal ganz kurz. Herr Moormann fing dann mit Schweden an und behauptete, dass in fast allen europäischen Ländern der Wolf bejagt werden würde. Zählte unter anderem auch Rumänien und so weiter auf. Und da wird gesagt, ey, Alter, wir durften ja nichts sagen. Und das ist alles gelogen. Also die einzigen, die hier rumballern, sind die Franzosen. Da hat Herr Lies auch immer, der will das französische Modell. Und er wird ja in der Süddeutschen auch schon zitiert. 10% sozusagen jedes Jahr töten. Herr Lies hat nur leider nicht erwähnt, dass Frankreich nicht mehr 500, sondern 900 Wölfe hat und dass diese 900 Wölfe bis zu 12.000, 12.000 Tiere töten. Wir haben ungefähr 1600 Wölfe, all inklusive. Und die töten 3374. Ist nämlich dank dessen, dass es in Niedersachsen massiv zurückgegangen ist, auch runtergegangen. Und dann muss man noch ganz klar dazu sagen, was sie, ja, also es bringt nichts, das Töten. Ja? Frankreich tötet ja noch mehr als 10%. Und die haben trotzdem mehr Übergriffe. Es wird genau das bestätigt, was wissenschaftlich da ist. Das sagt Herr Lies immer nicht. Ja? Und damit, das war so schade. Das sind die Weidetierhalter. Die verstehen einfach nicht, dass die Jäger Wölfe töten wollen und dass es den Jägern scheißegal ist. Ich sag's mal so drastisch, was mit den Weidetierleuten ist. Warum sind die Übergriffe auch zurückgegangen? Das wurde dann heute auch leider nicht von keinem deutlich gesagt. Man braucht eigentlich nur in den Präventionsbericht reingucken. 2019 hatten wir so 700.000 und ein paar Zerdrückte für Prävention, 30.000 nur für Schaden, nur 30.000. Dann hatten wir 2020 1,2 Millionen. Da war dann die Schadenszahl bei 211.000 oder sowas. Das war das, wo die so viele Übergriffe hatten. Und 2021 ging das dann schön runter auf 100 und ein bisschen, 114.000. Aber es wurden 3,5 Millionen in den Herdenschutz investiert. Und das sind ja die Rechnungen, das ist ja dann schon alles aufgebaut. Das hat sich dann natürlich in den Zahlen bemerkbar gemacht, dass die dann massiv zurückgegangen sind. Also, Herdenschutz funktioniert und Herr Jörn Ehlers, nochmal herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Er ist der Vizepräsident des Landvolks Niedersachsen und der ist auch der Moderator heute gewesen. Am Anfang hat er wirklich gut angefangen und hatte auch wirklich das Signal, Friede, Herdenschutz funktioniert, machen wir. Aber als es dann in die politische Runde ging, da kam ein Karlauer nach dem anderen. Wie gesagt, Frankreich schießt Wölfe, 170,
hat aber jedes Jahr 1000 tote Tiere mehr. Und wenn man sich überlegt, dass sie nur ungefähr 50 bis 60% unserer Wölfe haben, dann ist das natürlich ein Witz, ja? 3.374 gegenüber 12.000 Tieren. Dann Herr Moormann, sagen Sie mal, warum erziehen Sie so einen Unsinn? In Rumänien ist seit 2008 in der EU, seit 2016 hat die Regierung ganz klar rausgebracht, bei uns werden keine Wölfe getötet und es werden auch keine Wölfe getötet. Warum vergleichen Sie ganz Schweden, hat so viele Wölfe wie Niedersachsen? Ja, aber in Schweden sind die Wölfe nur rund um Värmland. Das hat ungefähr 20.000 Quadratkilometer. Niedersachsen hat 48.000 Quadratkilometer und wir haben also doppelt so viel Platz wie in Schweden. Grupe und ich glaube auch Lies immer wieder, wir haben die höchste Wolfsdichte der Welt. Die reden nie über Italien. Italien hat 300.000 Quadratkilometer, 60 Millionen Einwohner, ist insofern runtergebrochen vergleichbar mit Deutschland, hat jetzt nach der ersten Zählung 3.300. Aber ich weiß, dass sie da einige Gebiete nicht mitgezählt haben. Also die werden eher bei 3.600, 3.700 liegen und unter der Hand wohl eher bei 4.000. Aber ist auch egal. 3.300 plus, sage ich immer so schön. Polen hat 3.000, Rumänien hat 3.000, Bulgarien hat 4.000, Spanien hat 3.000, hat auch das Jagen verboten, auch nicht in ganz Spanien. Die sitzen ja oben im Nordwesten nur. Die Leute haben immer noch nicht verstanden, dass die Wölfe in ihrem eigenen Bereich sind. Das ist nicht so, dass sie flächenmäßig einer mit der Gießkanne kommt und das aufs ganze Land verteilt ist, so bei uns in Deutschland auch nicht. Also Leute, verarscht doch eure eigenen Weidetierhalter nicht. Der Grüne Christian Meyer hat wirklich ausdrücklich gesagt, wenn sie an die Regierung kommen, dann werden auch Rinder und Pferde. Und er hat noch nicht mal Einschränkungen gemacht. Ich habe ihm gesagt, Mensch, naja, muss ja nicht alle Pferde, aber immerhin die Fohlen mit ihren Stuten und die Ponys und eben Pferde kleiner Rassen generell und Mutterkuhhaltung mit Kälbern und Kälber alleine, die auch, Lies sagt dann immer seinen Lieblingsspruch, wir können dieses ganze Land anzahlen, Herr Lies, 10 bis 15% sind in Niedersachsen, also in ganz Deutschland im Durchschnitt nur eingezäunt, der Rest ist für Grüngut und alles, da sehen Sie doch nur morsche Pfähle und verrostete Stacheldrähte. Herr Ehlers, die Zahl, Sie haben selber, Herr Lies, gesagt, 25% im Jahr, das stimmt so nicht. Wir haben dieses Jahr 30 Rudel, die 63 Welpen haben. 30 auf 63 Welpen, das heißt pro Rudel etwas über 2 Welpen. Sehen Sie, das ist die freiwillige Selbstbestimmung der Wölfe. Das ist in Sachsen-Anhalt auch so. Die haben auch gesagt, am Anfang hatten wir 7, 8 Welpen pro Rudel. Das ist jetzt auf 3, 4 runtergegangen. Und das finden Sie sogar bei den alten DDR-Professoren, die auch gerne Herrn Dr. Stubbe, Professor Dr. Stubbe, der in Russland geforscht hat, der auch immer sagt, sprach immer von 3 bis 4 Welpen. Und da sind wir jetzt gerade. Und das Rodewaldrudel hat keine Welpen, Meppen hat keine Welpen. Also da können Sie eine ganze Latte aufzählen. Wenn da 44 Rudel steht, ist das schlicht falsch. Sie haben sich dann drüber gelacht vorhin alle. Nein, das ist so. Ja, vielleicht ist das ein oder andere Rudel noch da mit Welpen. Aber es haben vielleicht 35 Nachwuchs, wenn es hochkommt. Und Sie können nicht die zählen, wo die beiden Eltern sind und dann der Jährling dabei ist. Der Jährling wandert jetzt ab oder ist schon abgewandert. Da sind über ein halbes Jahr die Eltern nur noch zu zweit. Das ist gar kein Rudel mehr, es ist nur noch ein Paar. Das sagt Ihnen Herr Reding nicht und Herr Dammann-Tanker auch nicht. Die verarschen Sie alle. Warum lassen Sie sich von diesen Leuten auf den Arm nehmen? Und dass da Rudel überlappend sind, Herr Lies, wie Sie das da oben im Kuxland angemerkt haben, das haben wir doch schon lange in Cottbus in der Ecke da unten. Da ist ein Rudel, das hat nur 60 Quadratkilometer und das hat sich sozusagen dazwischen geklemmt, weil das ist Familie. Die Töchter sind es meistens, die direkt neben den Eltern ihre Rudel ansiedeln, ihre Familien sozusagen. Und wissen wir, woran das liegt? Weil wir so viel zu fressen haben. Brutal viel zu fressen. Wie kann man denn die 1600 Wölfe in ganz Deutschland mit 10 Millionen Rehen und 8 oder 6 Millionen Wildschwein vergleichen? Sagen Sie mal, merken Sie noch was? Das kann man doch nicht vergleichen, so selten wie die sind. Und von den 1600 Wölfen haben wir vielleicht höchstens 500 erwachsene Wölfe. Leute, kommt doch mal ein bisschen runter und lernt doch mal von unserem Roddiland, seitdem da gezäunt worden ist, seit 2 Jahren kein Übergriff mehr gewesen.
Und letztes Jahr haben die noch 7 Welpen gehabt. Vorletztes Jahr haben wir 10 Wölfe aufgenommen und seitdem sind trotzdem keine Übergriffe mehr da gewesen. Lasst euch doch nicht verarschen. Und da oben, Herr Lies, bei Ihnen 7 Rinderübergriffe. Ich habe es mir mal angeguckt. 7, ich lache mich tot. Die hat Roddy alleine im August, in der ersten Woche August 2018 gehabt. Ja, und den haben sie 2 Jahre gesucht. Aber nachdem da gezäunt worden ist, ist vorbei damit. Ja, und 2888 M hat zwei oder drei Übergriffe nachgewiesen. Eins ist die Fee, die schon längst da oben lang gelaufen ist, 1598 F. Und zwei ist nur Wolf nachgewiesen, weiß man nicht, wer es ist. Das Drama, was sie da oben ausführen, ist ein Witz. Und diese Deichgeschichten, die Leute, die da oben leben und auch da verbandelt sind, die sagen mir, ich weiß gar nicht, warum die immer sowas erzählen. Wenn die Touristen ein Schaf mit einem Kopf im Zaun sehen, rufen die uns an. Wir rufen den Schäfer an und der Schäfer sagt, ach, ist mir doch egal. Und dann sagen wir ihm, schicken jetzt die Tierrettung der Feuerwehr dahin, dann bist du mal eben 300, 400 € los. Oh nee, ich gehe schon selber. Also das ist doch alles Doppelmoral. Das ist doch den Leuten scheißegal. Und die Zäune sind doch auf den Deichenden, auf der Landinnenseite und Meerseite, da sind doch überall Zäune. Warum kann man da nicht wolfsabweisend zäunen? Natürlich kann man das. Schauen Sie sich das Patura 10-Minuten-Video an. Da wurde da oben gezäunt. Also sie verarschen die Leute ohne Ende. Es ist wirklich, und selbst wenn sie im Jahr 5 Millionen ausgeben, es ist im Landeshaushalt Peanuts und es ist ein Trauerspiel, dass sie nicht wissen, wie sie sich das Geld von der EU zurückholen können, dass sie nicht keinen einzigen Menschen haben, der dazu da ist, diese Gelder alle fürs Land ranzuholen, um den Landeshaushalt zu entlasten, wenn sie denn meinen, dass das zu viel ist. Und wenn sie es nicht für den Landeshaushalt holen, dann setzen sie eine Person dazu ein, die das für die ganzen Weidetierhalter und die Verbände reinholt, das Geld. Italien hat 11 Millionen kassiert, Finnland 6 Millionen. Die holen sich alle ganz viele Millionen ab, womit man wirklich viele Leute zufriedenstellen kann. Und hier passiert nichts. Und sie maulen rum, das wäre zu teuer, wenn man den Herdenschutzhunden das Futter bezahlen würde und die Tierarztkosten. Ich kann Ihnen nur eins sagen, ich habe selber genug Tiere. Das Scheißhundefutter, das ist tatsächlich 20, 30% teurer geworden. Tun Sie was, Herr Mayer, das ist jetzt Ihre Aufgabe. Stellen Sie mehr Leute ein. Ich hoffe, dass Sie an die Regierung kommen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ich habe sie gewählt, weil ich hätte sonst die Tierschutzpartei gewählt, aber ich wähle nicht irgendeinen Papiertiger, der keine Chance hat, 5% zu kriegen und damit in den Landtag einzuziehen. Das muss man ganz klar sagen. Für Idealismus ist die Zeit heute einfach nicht da. Wir müssen den Weidetierhaltern helfen und die müssen sie unterstützen. Und deswegen müssen sie Leute einstellen, die das schneller bearbeiten. Es wird offiziell schnell bearbeitet. Ich habe gerade aber von einem Kollegen, der im Roddiland 50 Ziegen hat, der hat mir gerade erzählt, dass es 4 Monate gedauert hat. Und der hat 2018 noch auf eigene Kosten eingezäunt und bei ihm hat Roddy mehrfach angeklopft. Bei ihm ist er auch über den Hof gelaufen, hat er mir gerade alles schön gezeigt. Ich finde es total interessant, der hat auch keinen einzigen Übergriff gehabt, keinen einzigen, während Roddy damals 2018 im August, September, Oktober sozusagen Steimke, Stöckse und Wendenborstel leer gefressen hat. Ich sag mal ein bisschen überzogen. Verdammt, jetzt habe ich doch wieder so viel geredet. Macht's gut. Geht wählen, Leute, und wählt die Grünen. Wenn ihr den Wolf unterstützen wollt, könnt ihr nur die Grünen wählen. Das sind die einzigen, die ihr wählen könnt. Vergesst alle anderen. So gern ihr Tierschutzpartei wählen wolltet, lasst es. Es tut mir leid, weil ich auch mit einigen aus der Partei gut bekannt bin. Aber das ist strategisch wählen. Wir sind hier auch im Land, da hat Habeck nichts zu sagen und auch Baerbock nicht, obwohl ich Baerbock cool finde. Endlich mal ein Politiker, der auch das tut, was er sagt und nicht rumlügt, wie die heute, die da waren, bis auf Herrn Meier, der war der Einzige, der ehrlich war. Sowohl Herr Lies hat rumgelogen, als auch die anderen. Und diese Angstmachergeschichten, die gehen mir so auf den Sack. Ja, wenn man auf die Karte guckt, sieht man auch, dass der Heidekreis, Landkreis Heidekreis, Landkreis Celle, da ist jetzt totale Ruhe eingekehrt. Hat halt ein paar Jahre gedauert. Wir haben Wölfe ohne Ende hier, aber die Leute haben auch vernünftig gezäunt. So, jetzt ist aber endlich Schluss. Haut rein.